Hallihallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Wir haben alles, was wir brauchen: Sound, Bild, Bild und Sound. Und ich habe mich mal sprintenderweise hierher begeben zu Fafajoni, der uns nach Halatali reinlassen möchte. Unseren ersten Dungeon abseits der Hauptquest. Das ist der Eingang zu Halatali. Halatali, kapiert? Das Tor zur Hölle. Ah, jetzt erzähl doch nicht. Ort der vielen Schatten. Hörst du nicht dieses dumpfe Heulen, das die Erde erzittern lässt? Das ist leider nicht der Wind. Daher solltest du schleunigst die Flucht ergreifen. Wie bitte? Noro ist dein Name? Warum sagst du das nicht gleich? Ja, hallo, hast du mich zu Wort kommen lassen? Junge. Ja, wir sollen nicht sterben, weil unsere Gebeine nicht geborgen werden könnten. Ich habe mir mit meinem Main-Car ein bisschen Schmuck gecraftet. Deswegen haben wir jetzt hier so ein kleines leuchtendes Pünktchen da immer oben dran, bei den Ringen, bei der Kette und bei den Armbändern. Das ist jetzt ein bisschen besser. Intelligenz 2, Willenskraft 2, Präzision 2. Hier ist, glaube ich, noch irgendwo da. Normalerweise hat der Weißkorallenring eine Intelligenz, eine Willenskraft und eine Präzision. Das andere ist auch minimal besser. Also es ist jetzt nicht so super signifikant, aber ist besser. Das ist ja das Wichtigste, oder? Und da mein Goldschmied ja auf Stufe 15 ist, kann man das ja mal machen. Kann man auch schon auf niedrigerem Level, weil ist ja nicht so. So, wir haben. Haben wir das wirklich? Ja, wir haben. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Wir haben den Dungeon freigeschaltet. Der ist jetzt über die Inhaltssuche verfügbar, wie die anderen Dungeons auch schon. Da ist der Stufe 20 Dungeon. Den werden wir dann natürlich mit unserem Druiden demnächst mal gehen. Der ist immer in Stufe 20. Ist doch perfekt. Wieder mit dem Druiden, weil, wie ihr seht, der Metiker schon 21. Die Hauptquest ist 20. Ihr kennt das ja. Ich will halt nicht zu sehr überleveln. Jo. Jetzt sprint mal zurück, denn dort vorn gibt's die Hauptquest. Die geht weiter und die geht jetzt in eine spannende Phase, wenn ich mich nicht total irre. Ich habe mir auch schon zwei, drei Leute angeheuert für den Fall, dass es gleich spannend wird. ja, für diesen Fall werde ich es übrigens doch so machen, dass ich das schneide, aber dass dann die Folge direkt im Anschluss kommt. Steht jetzt unten oder oben? Das ist doch hier die Frage. Hier unten. Cool. Okay. Ja, dann erzähl mal. Die Vertreterin des Bundes der Morgenröte. Mehr Leute haben die nicht. Nicht gerade ein mächtiges Aufgebot. Oder wie siehst du das? Aber wenn du dir das zutraust, also hör zu. Wir wollen uns ein paar Amalja schnappen, um sie dann auszuquetschen, bis sie uns sagen, was sie mit den entführten Flüchtlingen angestellt haben. Und Ungus, den zwielichtigen Gesellen, benutzen wir als Köder. Die Echsen wissen ja nicht, dass seine Tarnung aufgeflogen ist und werden nichts ahnend heranwackeln, wenn er mit ihnen handeln will. Und dann werden wir ihnen zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Kapiert? Klingen schärfer als Hyänenzähne und Fäuste härter als Granit. Das ist unser Leitspruch. In unserem Distrikt werden nicht einfach unschuldige Bürger entführt. Dein Posten ist bei der unsichtbaren Stadt. Warte dort auf Feindkontakt oder bis ich dir andere Order erteile. Machen wir dem lustigen Treiben der Echsen ein Ende. Also, ab geht's. Okay. Er sagt, ab geht's und bleibt da erstmal gechillt stehen. Da geht's raus. Und dann springen wir nochmal eine Runde. Die Wege hier sind so weit. Aber wir kriegen bald ein Schokobuch, wenn ich mich nicht ganz irre. Ist das dann bald danach? Auch Hauptquest Stufe 20. Das wäre doch mal schön. Hauptsächlich wegen der Reitmusik. Aber dass wir dann schneller unterwegs sind, ist auch ein positiver Nebeneffekt. Natürlich nur ein Nebeneffekt. Nichts geht über die Reitmusik. Ich stelle mal unseren Begleiter auf aus, weil, genau, da sind Agro-Imps auf unserem Weg. Oh, ich bin ganz ein bisschen aufgeregt. Bin mal gespannt, wie wir uns schlagen. Dann. Lass mich. Ihr wisst, verfolgen die uns ja nicht ewig. Und da müssen wir hin.
Okay, jetzt kommt, glaube ich, erstmal ein Kampf. Wenn ich mich auch da nicht mehr ganz irre. Und wir warten. Ja, das wird ein Kampf. Ich mache die Webcam aus, ihr kennt das ja. Kampf von der Herr des Infernos beginnen. Für Inhalte, bla bla, 24, die werden runtergesetzt. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, der war nicht so einfach. Ah, obwohl mit dem Baden ist eigentlich alles so einfach, weil der Bade so unglaublich beweglich ist und die ganze Zeit Damage machen kann. Und da ist Ungust. Deswegen, ich habe so ein bisschen Angst, das mit mir Mediker zu machen. Ist der Händler da? Jawohl, Kommandant, alles ist bereit. Gut, dann warten wir ab, bis sich die Schuppenviecher zeigen und schreiben ihnen das Entführen aus. Jawohl. Er guckt schon so fies, ey. Kein Wunder, dass das ein Bösewicht ist. Ganz ehrlich, man soll keine Vorteile haben, aber ganz ehrlich. Winkt noch auffälliger. Was hat das zu bedeuten? Wie spricht man denn nochmal Schar? Ich wollte jetzt so eine tiefe, grollende Stimme machen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ach du Scheiße. Ha, ha, ha. Wie er guckt? Habt ihr euren feinen Plan etwa dem Falschen zugeflüstert? Jetzt seid ihr die Gelackmeierten. Na, jetzt ist euch klar, wie ich die Hampelmänner eurer Legion so lange umgehen konnte. Da gab's wohl einen Verräter in den eigenen Reihen. Tja, wer das wohl gewesen sein könnte. Seid voll Idiot. Ehrlich mal. Ihr Dummköpfe, ich kannte eure wirren Pläne kaum, dass ihr sie aus euren weichen Hirn gepresst hattet. Tja, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ihr habt ja noch was vor. Den Löffel abgeben nämlich. Bitte, sie gehören ganz euch, liebe Freunde vom Stamm der Amalchar. Sie sehen schon aus wie liebe Freunde. Das sind genau Freunde, wie ich sie gerne hätte. Gut, eigentlich wirklich, die sehen noch ganz nett aus. Okay, jetzt gibt's aber einen ziemlich heftigen Kampf, glaube ich. Also, wenn ich mich nicht ganz irre, war der nicht nett. Wie gesagt, als Bade ist alles einfach, da kannst du im Kreis rennen und schießen. Aber das können wir nicht. Und ich glaube, sogar als Bade bin ich einmal gefailt. Mach mal die Karte aus, die verwirrt mich gerade noch. Weil ich glaube, hier ist das erste Mal, dass uns die Leute wegkrepieren können. Und dass das was ausmacht. Und ich weiß nicht, ob die sich geheilt haben. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube schon, es sah gerade so aus. Ich sehe auch nichts. Ah ne, einer ist schon tot. Aber ich glaube, der Boss darf nicht sterben. Aber den sehe ich gerade nicht mal. Naja, wir werden sehen. Ich hoffe, ich fehle nicht zu oft. Die anderen sehen ja vom Leben her noch ganz gut aus, aber ich glaube, da kommt gleich noch was nach. Ich bin mir nicht sicher. Da kommt irgendwie noch was Lustiges. Ja. Schießen die gerade alle auf mich ein? Oh, ich habe auch wieder kein Protoss gecastet, ne? Ich voll Trottel, das mache ich mal noch schnell. So viel Zeit muss jetzt einfach sein. Der hat ja schon die Dots drauf. Oh ne, ich will erstmal. Doch, den hätte ich ganz gern. Der ist schon ziemlich angeschlagen.
die Anna, oder er kümmert sich um ihn, das finde ich ganz nett. Ich hau jetzt gerade bloß noch meine Dots auf alle. Und hoffe, dass die das erledigen. Unser Karfunkel ist auf dem, aber da kommen noch mehr, ich glaub's nicht. Wieso kann ich den nicht angreifen? Kannst das Ziel nicht sehen? Ich seh's doch. Ernsthaft, weil da eine so eine Säule steht? Ich glaub's nicht mehr. Unser Karfunkel mal auf den Helepathier geholt. Und hoffe, dass mein Karfunkel den auch jetzt tot macht. Oh Mann, jetzt bin ich auch noch eine Millisekunde zu früh losgelaufen. Nee. Ah, was jetzt? Hatte ich es verkackt? Ist irgendwie gestorben? Nee, sieht nicht so aus. Sei doch vernünftig, hm? Pass auf! Das war Schlaf. Los, nehmt sie mit. Und ihr geht gefälligst auf eure eigenen Beine. Abmarsch. Verräterischer Abschaum. So, da haben wir Schlaf voll ins Gesicht bekommen. Und damit habe ich Webcam daneben geklickt. Damit haben wir den Kampf geschafft. Oh mein Gott, ich habe es im ersten Anlauf geschafft. Ich bin gerade etwas glücklich. Hier stehen noch ein paar rum mit uns. Und wir reden mit dem Legionsgefreiten. Wenn mich nicht alles täuscht, wollen uns die Amaljar ihrem Gott opfern. Aber wenn ich sterben muss, dann wenigstens im würdigen Kampf. So, und das Grab der Lohe ist zugänglich. Und genau das habe ich vermutet und deswegen habe ich mir Leute angeheuert. Ich könnte das jetzt noch in der Folge machen. Ich möchte es aber nicht in der Folge machen, denn ich will es extra hochladen. Einfach nur als einzelnen Prima-I-Kampf quasi. Aber dadurch, dass die Folge jetzt nur 13 Minuten lang ist und auch der Kampf nicht lang sein wird, wenn ich mich nicht ganz irre, werde ich das direkt am gleichen Tag hochladen. Also für euch ist es jetzt kein großer Unterschied, aber mir ist aufgefallen, dass die Dungeon-Folgen relativ häufig geguckt werden. Und deswegen kann es sein, dass es einfach Leute gibt, die meine Videos gucken, jetzt nicht nur das Let's Play, sondern einfach, weil sie schauen wollen, wie ein Dungeon funktioniert oder wie ein Prima-I in dem Fall halt funktioniert. Deswegen wollte ich das einzeln hochladen, dann kann ich das auch extra benennen und gut ist. Einfach, ja, deswegen will ich das als einzelne Folgen hochladen und hoffe, dass es im ersten Anlauf klappt, weil ich ja nicht schneiden kann und ich das Anfangsvideo mit drin haben möchte. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, es klappt im ersten Anlauf. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde das Video zu Ifrit in der Videobeschreibung verlinken. Guckt rein. Bis dahin. Tschüss.